Bei mir ist jetzt der Jörg Welter, Key Counter bei Huawei für die Deutsche Telekom. Und er kann uns alles darüber sagen, welche Einsatzmöglichkeiten denn dieses rollende Rechenzentrum hat. Vorab aber nochmal eine Frage. Huawei oder wie wird es richtig ausgesprochen? Huawei ist, passt schon, ist schon die richtige Aussprache. Die chinesischen Kollegen sagen noch Huawei. Aber hier in Deutschland mit Huawei sind wir schon auf einem guten Weg. Okay. Ja. Dieses Rechenzentrum, was sind die Einsatzmöglichkeiten? Ja, das Rechenzentrum, also wir müssen halt sagen, hier in Deutschland sind es eher so Sonderfälle, wo wir dieses Rechenzentrum einsetzen können. Oft sind es halt eventgetriebene Sachen, also Großveranstaltungen zum Beispiel, wo wir dieses Rechenzentrum einsetzen können. Wir hatten jetzt gerade einen Fall von einer Universität, die sich erkundigt haben, weil ihr Gebäude saniert wird. Sie müssen mit ihrem Rechenzentrum, müssen sie aus dem Gebäude raus und brauchen halt für die Zeit der Sanierung ein Heim für ihre Server und für ihre Storage-Komponenten. Und da bietet sich halt ein solches Rechenzentrum an. Im Ausland, wo wir halt eine andere Infrastruktur haben, als wir das in Deutschland haben, da wird das Rechenzentrum halt wirklich als reguläres Rechenzentrum eingesetzt. Und da haben wir halt noch ganz andere Anwendungsszenarien. Also wir sprechen halt immer zum Beispiel über dieses Beispiel Bohrinsel oder wenn ich irgendwo in der Wüste eine Produktion habe, wo halt keine Infrastruktur in der Form vorhanden ist. Und wenn ich jetzt den Kasten bei mir vor dem Haus stehen habe, wie wird der angebunden? Also der Kasten wird eigentlich relativ einfach angebunden. Ich brauche ein etwas dickeres Stromkabel, das wir hier an der Seite sehen.